Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Viele von euch finden das ja immer ganz spannend, was ich so für Müll verbrauche. Keine Ahnung. Deswegen zeige ich euch mal wieder heute meinen Müll und ich würde sagen, los geht's. Ich fange an mit diesem Produkt, das ist von Balea. Ein Cremebad, zeige ich so ziemlich in jedem Aufgebraucht-Video irgendein Cremebad. Und zwar ist das Waikiki Coconut und es hat sehr gut gerochen, ist sehr günstig. Ich erzähle jedes Mal selber, aber schaut euch die auf jeden Fall an. Ich glaube, die kosten 1,19 € und dafür sind die wirklich super, super gut und ergiebig. Dann greife ich hier gerade zwei Deos raus. Da habe ich einmal von Garnier Mineral Ultra Dry, intensiver Schutz, 48 Stunden. So sieht das aus. Und einmal Rexona Shower Fresh. Dieses Shower Fresh finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, das riecht gut und ja, schützt auch gut. Obwohl das hier auch sehr gut schützt, aber das finde ich irgendwie vom Geruch her noch ein bisschen besser. Deswegen habe ich auch, glaube ich, aktuell gerade noch dieses. Und ihr wisst, ich benutze ja gerne das Pondav mit Gurkengeruch. Das habe ich zurzeit in Gebrauch, aber ich glaube, dieses habe ich auch noch irgendwo. Finde ich beide sehr gut, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Dann habe ich leer gemacht, einmal von Original Source, das Mango Duschgel. Das ist richtig, richtig toll. Hatte ich noch von der Glossycon, als ich damals auf der Messe war. Da hatte ich das hier gekriegt und einmal ein Himbeer. Super, super toller Duft. Richtig, richtig schön. Ich liebe die Produkte von Original Source. Also wirklich, das ist eine wirkliche Empfehlung. Sind nicht ganz so günstig, aber sind tolle Inhaltsstoffe drin, soweit ich das gesehen habe. Und ja, finde ich, riecht gut, ist vegan, gefällt mir sehr gut. Genauso wie ich natürlich auch das von Rituals hier mag, so ein Duschschaum. Und zwar habe ich hier Yogi Flow. Ist mein liebster Duschschaum von allen, also göttlich. Jeder weiß es, jeder, der Rituals kennt, weiß eh, dass das ein toller Schaum ist. Zwar teuer, 8 €, aber es ist auf jeden Fall wert und ja, tolles Produkt. Dann habe ich hier noch einen Duschschaum und zwar von Bilou. Und zwar Cherry Blossom. Das war mal, glaube ich, so eine limitierte Edition. Finde ich vom Design sehr, sehr schön. Kommt nicht an Rituals ran. Also ich muss zugeben, ich bin jetzt kein Bibi-Fan. Sorry an alle da draußen, die sind. Also ich gucke es mir nicht an, das ist nichts für mich, aber das jeden das seine. Ich habe das trotzdem gekauft, ich habe davon einige gekauft, weil ich sie tatsächlich nicht schlecht finde, muss ich sagen. Ich finde die ganz gut, ich finde sie ein bisschen teuer für das, was sie sind, aber sie sind gut, sie halten lange, ich mag es, den Geruch mochte ich sehr, sehr gerne, gerade diese Richtung. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch eins hier in einer anderen Sorte, ich weiß es nicht. Ich würde sie mir jetzt nicht ständig nachkaufen, aber ist nicht schlecht. Dann habe ich eine Handseife leer gemacht und zwar von Balea in der Duftrichtung Melone. Kann ich nicht zu viel sagen, sind super günstig, ich glaube 55 Cent und dafür ja, erfüllt seinen Zweck, hat gut gerochen. Würde ich mir jedes Mal wieder kaufen. Dann von Fair Organic Vegan I+M eine Reinigungsmilch. Ich glaube, also hatte ich in der Box, aber ich glaube, ich würde es mir nicht kaufen, weil ich glaube, die sind relativ teuer. Und weiß ich nicht, Reinigungsmilch mag ich generell eh nicht so gerne, weil ich finde, die bringen nicht ganz so viel, meine Meinung. Ich weiß nicht, ich kann da immer nie was sehen, dass es irgendwas bewirkt. Ich habe es natürlich leer gemacht, aber würde ich mir niemals kaufen. Dann mal etwas Neues aus der Drogerie und zwar von, habt ihr auch in meinem Haul schon gesehen, von Balea ein Bodyfit Cellulite Algenwickel. Das habe ich euch da schon mal erklärt, das ist ein Wickel, die wickelt ihr wie hier, wie ihr es hier seht. Einmal vom Bein bis zum... das sieht man da gar nicht. Das sieht man da hinten. Vom Bein bis zum Po hoch. Und hat das dann, glaube ich, 10 bis 15 Minuten drauf. Hatte ich gemacht. Ist irgendwie sehr schön erfrischend und fühlt sich schön an. Ich weiß natürlich nicht, ob es was bringt. Aber es hat sich irgendwie schön angefühlt. Ich würde es mir tatsächlich sogar nachkaufen. Keine Ahnung. Es ist so. Ich würde es mir tatsächlich nachkaufen. Dann von Balea noch die Nose Strips. Die habe ich mir nachgekauft. Das habt ihr in meinem Haul auch gesehen. Da habe ich mir 2 Stück von gekauft, weil die finde ich wirklich gut. Die muss man halt wirklich, wie es hinten drauf steht, anwenden, also dass man wirklich die Nase ein bisschen nass macht, die hier drauf setzt, antrocknen lässt, bloß mit, also alles schön mit trockenen Fingern und dann nachher einfach abziehen und dann sieht man da wirklich, dass da einiges rauskommt, sage ich mal. Hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber es bringt tatsächlich was, habe ich gesehen und von daher finde ich das ganz gut und kaufe es mir natürlich nach. Dann eine Creme von Aldo Vandini in Tamarinde und Ingwer. Göttlich. Dieser Duft ist so... Boah, also mega. Dieser Duft, ich muss nochmal dran riechen. Oh, ich glaube, ich habe gerade was in der Nase gekriegt. Aber es riecht richtig, richtig gut. Ich mag Aldo Vandini sehr gerne und sie ist auch sehr... Weiß nicht, ich habe das manchmal, wenn ich... Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch gerade frisch rasiert habt
und dann mit bestimmten Cremes dran geht, dann brennt das so ein bisschen. Aber das ist hier überhaupt nicht, das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, hat die Beine richtig schön gut gepflegt, also richtig tolles Produkt. Dann habe ich hier ein Produkt für das Gesicht und zwar von Monu oder Monu. Es ist einmal so ein Öl fürs Gesicht, das hatte ich mal in der Glossybox. Fand ich ganz gut, ist halt normales Öl, kann man jetzt nicht so viel sagen, hat die Haut gepflegt. Am Ende, das war so viel drin, also Öl macht man ja nicht so schnell leer, wenn es nur fürs Gesicht ist. Das habe ich dann auch für den Körper benutzt, damit es mal leer wurde. Aber ja, weil ich habe noch ein paar Öle auf Reserve, deswegen sollte es mal leer gehen. Und dann etwas, was ich wirklich sehr cool finde, und zwar war das in meinem Look Fantastic Adventskalender, glaube ich, von Kaviar CC Cream 2-in-1 Complete Correction Leave-In Hair Perfector. Hat mir sehr lange gereicht, obwohl da nicht viel drin ist. Das ist halt einfach so eine Leave-In-Creme für die Haare. Da konnte man wirklich die Haare gut auskämmen und sie wurden super weich und ich habe das Produkt so sehr gemocht und da war wirklich nicht viel drin, 25 Milliliter und es hat mir ewig gehalten, wirklich ewig und das Produkt ist super. Könnte ich mir vorstellen, das sogar irgendwann mal nachzukaufen, also hat mir wirklich sehr gefallen. Dann habe ich hier noch einen Conditioner, zwar nicht ein Leave-In, aber ich glaube, der war auch in dem Adventskalender, ich weiß es nicht. Und zwar von Christophe Robin, keine Ahnung, eine Haarmaske. War auch nicht schlecht, muss ich sagen, also ich würde sie mir jetzt nicht kaufen. Aber sie war auch nicht schlecht, die habe ich halt immer ins Haar gemacht, danach ausgespült. Danach waren die Haare auch richtig schön, aber diese andere hier fand ich definitiv noch besser. So, dann zu einem Peeling von Balea. Peeling-Gel mit Lotusblütenextrakt verfeinert das Hautbild normale und Mischhaut. Das ist dieses Blaue. Es gibt auch noch ein pfirsichfarbenes, keine Ahnung, so ein bisschen rosa, orange. Das Orangene finde ich besser. Dieses hier hat sehr wenig und sehr sanfte Peelingkörner drin. Und das Rosa, warum sage ich mal Rosa? Ja, das, ich sag mal Peachfarbene, das hat wirklich so viele Körner drin, sag ich mal. Und ein bisschen stärkere, das gefällt mir besser, da habe ich das Gefühl, es passiert mehr. Aber schlecht fand ich das jetzt auch nicht. Dann ein Parfum, was ich leider leer gemacht habe, obwohl ein bisschen ist hier noch drin, könnte ich vielleicht jetzt noch benutzen. Ist von Prada, das Prada Candy in dieser Richtung. Ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt. Hier steht jetzt gerade nichts. Aber ihr seht ja, das ist dieses hier in dieser Farbe. Und ich finde den Flakon so schön. Jetzt ist es leider leer. Ich habe es wirklich sehr gemocht, habe ich damals mal geschenkt gekriegt. Und ja, leider leer. Hat mir sehr gefallen. Wirklich, das hatte ich eigentlich immer so auf Partys drauf. Und ich sprühe mal gerade noch den Rest, der da rauskommt. Kommt kaum noch was, aber den letzten Rest, der muss jetzt auch auf mich drauf. Puh, ich hab's im Mund gekriegt, aber auch. Naja, das hatte ich immer so zu Partys drauf und ich liebe den Duft. Das riecht so floral, so, oh, kann ich nicht beschreiben, aber ich finde, es riecht einfach richtig, richtig toll. So, und jetzt kommen wir noch zu den letzten vier Produkten. Da habe ich einmal hier auch etwas aus dem Kalender und zwar von Foreo. So ein kleines Einweg-Einmal-Foreo-Ding. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es gibt ja diese großen, wo man sich so eine Gesichtsreinigungsbürste, die mit Batterien geht. Die kann man immer verwenden und diese hier kostet halt so 30, 40 Euro. Und ist halt für 100 Anwendungen. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich immer mit meinem Waschgel benutzt und so schön hier gereinigt. Einmal in der Woche habe ich das, glaube ich, benutzt. Und ist mir jetzt vor kurzem, ich glaube vor 2 Monaten leer gegangen. Hat mir sehr gefallen, aber ich würde es mir für den teuren Preis trotzdem nicht nachkaufen. Also wenn, dann würde ich mir eher das große für 120 Euro kaufen, aber das ist mir dann doch nicht wert. Also ich finde es gut, aber vielleicht ist es ja im nächsten Adventskalender nochmal drin. Das würde mich sehr freuen, weil also gut war's. Und dann kommen wir noch zu dekorativen Sachen. Ich habe 2 Concealer leer gemacht. Einmal von P2, der Mattifying Perfection Concealer. Fand ich nicht so super, also war okay, war nicht stark deckend, war so leicht deckend, würde ich sagen. Hat mir aber irgendwie nicht so gefallen. Und dann von Rival de Loop den Natural Touch Concealer. Den finde ich wirklich gut, aber der stinkt. Also der stinkt wirklich bestialisch. Wirklich, Leute. Der, boah. Dieser Duft, ich weiß nicht, was für ein Duft sein soll. Ich glaube mit Rose oder so, aber puh, das stinkt wirklich. Und dann noch unter den Augen, wenn du es dann die ganze Zeit riechst, boah, eklig. Würde ich mir vielleicht nachkaufen. Ich hoffe, die würden mal was am Geruch ändern, weil sonst ist der Concealer echt gut für Drogerieprodukte. Und dann komme ich noch als letztes zu einer Mascara von Tarte. Das ist die Lights Camera Lashes Mascara. So sieht die aus. Ist jetzt so eine Miniaturgröße. Hatte ich mal bei einer Palette dabei. Und die fand ich wirklich ganz gut. Hat jetzt
die Wimpern irgendwie relativ natürlich so gelassen, aber wirklich schön. Sie hat den Schwung gegeben, ein bisschen Länge. Und sie waren halt nicht so verklebt, sondern wirklich einzeln. Die hat jede einzelne Wimper so umhüllt. Ich fand sie ganz gut. Klar, es gibt noch bessere, es gibt schlechtere. Aber so im Ganzen würde ich sagen, war sie ein ganz gutes Produkt. Und ja, schade, dass sie leer ist. Das war's mit dem Aufgebraucht-Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder natürlich könnt ihr mich gerne abonnieren. Das würde mich super, super doll freuen. Ist schließlich kostenlos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!